Ich dachte, G steht für gönn, Monty, ja, was ist denn jetzt? Verpixeln und dann rausschneiden. Guten Tag. Ja, kommt gleich. Und damit, guten Tag, liebe Freunde. Die Anmoderation, daran werde ich mich niemals gewöhnen, ist das geil. Auch die Fahrradfahrerin hört uns einfach zu, während ich gerade Anmoderation mache, merke ich gerade. Wir haben jetzt die letzten, oh, ich habe keine Uhr, welche Uhrzeit ist es? Wir haben es jetzt 7:30. Wir haben jetzt die ganze Zeit versucht, seit 2,5 Stunden, 3 Stunden an einen Gönner-G zu kommen. Hat nicht so ganz gut geklappt. Wir waren jetzt, bei wie vielen Läden waren wir? Oh, 4, 5. Ja, 3-mal Rewe, 2-mal Kaufland, glaube ich. Ja. Hat überhaupt nicht geklappt. Nichts, nichts. Kein scheiß Laden hat Gönner-G. Und ich dachte, G steht für gönn, Monty. Ja, was ist denn jetzt? Weiß ich ja nicht. Das ist übrigens der gute Bocki, den ihr gerade hören könnt. Ja, was soll ich sagen? Er fährt eine CBF 600. Das ist der große Bruder oder die große Schwester von meiner alten Honda, von der 500er. Ah, guck mal. Ah, guck mal, Memo. Guck mal. Ja, hallo, 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 hallo. Ja, ja. Ja, er hat so gegrüßt. Ja. Soll ich dich mitnehmen? Nimm mich mit. Ja. Steig auf, Bruder. Hopp, sitzt hinten drauf. Schneller, als du kommen kannst. Der Taycan ist der einzige Porsche, den ich schön finde übrigens. Nur nicht in Silber, das war halt eklig. Was stimmt denn mit dir nicht? Junge, ich hasse Porsche. Den Lexus finde ich schön. Oh, ich weiß ja nicht. Ach so, da ist ja ein Lexus. Ja, der hier. Oh, nee, weiß ich nicht. Nein, es gibt ja diesen einen richtig sportlichen Lexus. Ja, Junge, LC500 müsste das sein. Ja, das kommt hin, ja. Ja. Weil der hat so ein richtig breites Heck, richtig schön. International, wo wir... Saufen, scheißegal! Ich weiß nicht, ob wir jetzt noch einen Gönner-G kriegen, Bruder. Ich glaub nicht. Das sieht ganz schlecht aus. Und wenn, dann geht der auf meinen Nacken. Ja, hoffe ich, weil ich habe kein Geld. Ich bin armer Student. Ja. Wollen wir uns mal das Video angucken? Wie wird man eigentlich reich? Wie wird man reich? Der ist schon reich. Irgendwie sein Blick gerade. Blöd, dass ich ihn zensieren muss. Wird halt immer einen empfehlen. Werdet Buchbinder, Alter. Ja, Buchbinder, genau. Buchbinder. Dann seid ihr einfach finanziell so abgesichert, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Ey, du ziehst das ja voll ins Lächerliche. Junge, das heißt Buchbinder. Oha. Medien und Technologe, Druck, Weiterverarbeitung, okay? Er macht den ganzen Tag nichts anderes als Zeitung falten. Junge, ich falte dir gleich mal eine. Weil Duke wird echt immer lauter. Deine, ne? Ja. Wenn ich so richtig aufreiße, dann ist es ja richtig heftig. Und das Ding ist halt, du hast die noch nie ohne DB-Killer gehört. Digga, hast du DB-Killer drin? Ja. Ist das der Original-DB-Killer, ja. Bruder? Nein! Wir müssen nach rechts rüber. Nee. Nein! Oh Junge, ich hab keinen, wo wir hinwollen. Ach ja, wir fahren jetzt nochmal zu Kaufland, denn da gibt es auch noch ein Kaufland. Wir fahren jetzt zum Kaufland, weil da gibt's auch noch ein Kaufland. Moin, moin, meine aktiven Freunde. Denn G steht für Gönnen. Ja, das dachte ich mir auch, bevor ich für 5 Läden war und es keins gab. Kein Gönnen für Varia. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott, Bus überholt dich, Mann! Ich kann das alles nicht mehr. Und gleich zieht er so rechts rüber, weil ihm einfällt, huch, ich muss ja auf die Autobahn. Müssen wir da nicht auch hin? Keine Ahnung. Gut, wir fahren einfach weiter. Hier rechts möchte ich mal Fotos machen, unbedingt. Ja, das ist doch so ein Hochzeitsschloss, dachte ich. Keine Ahnung. Alter, ich werde da so eine Hochzeit sprengen, wenn eine ist. Da mache ich da schön meine Driftübung auf dem Schotter. Driften ist nicht erlaubt. Doch. Nee! Lügen darf man nicht sagen. Lügen darf man nicht sagen. Junge, wie schön der Sonnenuntergang hat ist. Ja, welche Uhrzeit ist es? Es ist absolut noch gar kein Sonnenuntergang, aber okay, Bruder. Wenn die Sonne tief steht, siehst du, dass sie untergeht. Alles klar, USA? Alles fresh unterm Tisch. Wollen wir MotoGP nachspielen? Nein, hör auf, Alter. Ach komm, einmal. Ja, komm, eine Vollbremsung. Oh, 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 fuck. Der zieht immer Bremshebel. Fuck. Ja, komm. Geh weg, ey. Hyundai, geh mir nicht auf mein Ei. Herz, Junge, er gibt dir ein Herz. Kuss. Hat er gemacht? Nein, sein Kennzeichen, Mann. Oh, lol, ja. Ui, Memo, guck mal da. Ui. Der Getränkemarkt ist rechts. Junge, wir müssen in den normalen, meine ich. Im Getränkemarkt. Ja, wir wollen doch in Getränke. Hey, Gönner-G, das ist ein Energy. Ja, yeah, ich glaube trotzdem nicht, dass sie das hier haben. Ja, wir gucken trotzdem in beiden. Ich glaube, die haben das in normalen. Oh. Smooth Operator. Angst Potter. Träum weiter. Guck mal, wie schön ich jetzt hier so neben dir parke. Ja, so voll. Ineinander, so. Ineinander. Hallo. So, wir gehen jetzt rein.
Bis gleich. Wir haben keinen Gönnergy bekommen. Das fuckt mich gerade übel ab, Alter. Also Leute, schreibt mal in die Kommentare, wenn jemand von euch schon einen Vorrat gekauft hat. Ich nehme von jedem Geschmack eine Dose ab. Das wäre ziemlich geil. Dann mache ich daraus ein Video. Gibt ja Leute da draußen, die das sehen wollen. Und ich will die wenigstens probieren. Schöne Twitch-Stream dann verkosten. Ich glaube, hier irgendwo ist ein Traktor, oder? In meinem Sehner höre ich die ganze Zeit so ein Traktorgeräusch, Alter. Das bin ich. Ach, das bist du? Junge, du machst dich so fertig. Nerv mich nicht, ey. Gib mir jemanden Gönnergy, denn G steht für gönnen. G steht für gönnen. Was, von der Waldorfschule kannst du jetzt deinen Namen tanzen? G, Ö, wie macht man N? Aber das E kriege ich auch noch hin. E. Und dann wieder ein N irgendwie. Gönnen. Wollen wir noch in den Zoo fahren? Nein, wir fahren nicht in den Zoo. Bist du ein Waschbären streichen? Du kannst das andere streichen, wenn du gerne willst. Ey, Junge. Leroy Jenkins. Erstmal einen Voice Crack bekommen, geil. Ey, du bist aber ein richtig... Geiler. Oh, schönes Auto. Hey, Junge, jetzt hast du ja voll geleakt. Musst du verpixeln. Das mache ich. Verpixeln und dann rausschneiden. Junge, was? Schön ChatGPT. Schneide das raus und dann zeigst du dir dem Video einfach als Leere. ChatGPT kann aber nicht schneiden. Ehrlich? ChatGPT ist nur der, wo du schreiben kannst. Ey, wirklich nicht? Junge, verpiss dich, Alter. Ich fahr nie wieder mit dir. Und morgen früh direkt wieder. Ey, hast du Lust? Ja, wenn du morgen früh kannst, fahren wir warten, wie Rentner. Moin, moin, meine aktiven Freunde. Morgen früh habe ich Schicht. Buchbinder müssen immer arbeiten, weißt du doch. Ja, Buchbinder, den Zeitung faltet nicht von alleine. Junge, ich gebe dir gleich Zeitung, Alter. Hättet ihr Lust da drauf, schreibt mal in die Kommentare, dass ich mal mit der Duke eine Hartstrecke oder sowas einfach mal ballern, dass ihr mich gar nicht labern hört. Das heißt, ich werde das Mikrofon noch hinten ins Heck machen, damit ihr den Motor- bzw. Auspuffsound drauf habt. Und dann fahre ich einfach nur durch den Harz oder halt am Weinberg oder was auch immer. Junge, was macht er denn? Ja, weiß ich auch nicht. Ich kann das alles nicht mehr, wirklich. Junge. Nee. Und Thumbnail. Natürlich werden die Leute sich freuen, wenn es darum geht, dich nicht mehr labern zu hören. Ach ja, danke. Junge, ich gebe euch auch immer die besten Vorlagen, ne? Ich bin immer so super freundlich zu allen. Und dann kommt ihr immer so an und müsst mich immer so, ja, ne? Bloßstellen. Warum verneinst du das jetzt nicht mal bitte? Ich wollte gerade einen Wheelie ausprobieren. Das kann echt nach hinten losgehen, wenn du keine Ahnung hast, was du tust. Junge, ich habe von alles eine Ahnung. Ja, vom Buchbinden auf jeden Fall. Ja. Die Sonne ist gerade richtig schön. Wir reiten in die Sonne. Du sitzt hinten. Und ich vorne. Was? Und sag mir deinen Namen und ich werde ihn für dich buchstabieren. Dann inhalieren. Kennst du das Lied nicht? Nein, ich dachte gerade, das denkst du dir aus. Nein! Das ist von Bibi und Tina und das wurde jetzt neu aufgelegt. Voll gut gemacht. Das blende ich auch gleich kurz mal ein. Das sind Bibi und Tina, auf Amadeus und Sabrina. Sie jagen den Wind, sie reiten geschwind, weil sie Freunde sind. Ja, gut. Junge. Halleluja. Ich hab eine Engelstimme. Also jeder, der das jetzt hören wird, wird sich denken, boah, krass, warum ist der noch nicht entdeckt worden? Wen grüßt ihr jetzt schon wieder? Da ist doch niemand, da ist auch niemand. Und du grüßt den Junge. So, jetzt. Ja. Was war das? Junge! Junge, jetzt geht das wieder los, Alter. In meiner Hose ist ein riesiger Klo. Das wird wieder so ein richtiges Random-Video, so ohne Thema. Ich weiß noch gar nicht, wie ich es nennen soll. Varia of Gönnergy. Ja, Gönnergy sucht, ja. Gönnergy suche. Sie sucht. Wo bist du denn? Hinter dir. Oh, Junge. Das fand ich schön. Hello, I want a little water. Please help me. Please help me. Ja, ein sehr ernüchternder Tag. Wir haben es nicht geschafft, Gönnergy zu besorgen. Vielleicht beim nächsten Mal. Was machst du eigentlich da hinten? Willst du Tschüss sagen? Nee. Warte, ich komm zu dir. Ich wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend noch, ein schönes Wochenende. Das Video kommt am Freitag raus. Ich habe ein Energy in der Brusttasche. Es war nicht so schlau, ein Video zu machen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Haut rein. Tschüss. Time to time in my dreams, I do this for you. I do this for my mother, who's finally clean, no longer a fan. I do this for you. I do this for my sister, my wife and my kids, cause they part of the team. I do this for you. All the naysayers and haters who made me one of the greatest.